Karl Wilhelm Otto Lilienthal hatte einen Traum, sich mit einem Flugzeug von der Erde zu erheben und es über die Wolken zu steuern. Die meisten seiner Zeitgenossen gaben sich Ende des 19. Jahrhunderts damit zufrieden, dass dies wohl ein Traum bleibt, nicht aber Lilienthal. Mit den ersten Gleitflügen weltweit schrieb er 1891 Luftfahrtgeschichte. Auf der ganzen Welt eifern damals wie heute Flugschüler seinem beispielhaften Pioniergeist nach. Welche Überlegungen diese Genie bewegten, können Sie im Otto Lilienthal Museum in Anklam nachvollziehen. Vom Flügelschlaggerät bis zum Hängegleiter. Als erstes Museum Ostdeutschlands überhaupt erhielt es für seine innovative Ausstellung den European Museum of the Year Award. Wohl auch dank einzigartiger Exponate, zum Beispiel die einzige erhaltene Wanddampfmaschine Lilienthals. Wie man daran sieht, verdanken wir Lilienthal weit mehr als nur Flugzeugtechnik. Wussten Sie, dass auch die Baukastensysteme von Lego und Co. auf ihn zurückgehen? Eine wahrsten Sinne des Wortes bewegtes Leben im Otto Lilienthal Museum Anklam. Das Leben des Malers, Grafikers und Poeten Joachim John kann wohl am ehesten mit rastlos zusammengefasst werden. Geboren in Böhmen lebte der heute 82-Jährige zunächst in der DDR. Er ließ diese mehrmals legal und illegal gern westen, unternahm Studienreisen in die Sowjetunion nach Kolumbien, studierte in Leipzig, Greifswald und Berlin. Bei der Vereinigung der Berliner Akademien der Künste spielte er eine erhebliche Rolle. Ein Querschnitt seiner Arbeiten aus 5 Jahrzehnten zeigt die Sonderausstellung »Da ich doch Zeichner bin« im Barlach-Museum Güstrow. Sie ist bewusst nicht als Retrospektive angelegt, sondern versucht, die Charakteristika Jons grafischer Sprache sichtbar zu machen. Im Mittelpunkt stehen 2 Folgen von Radierungen, einmal America Latina und Max Beckmann in Südamerika. 80 Arbeiten aus verschiedenen Sammlungen wurden insgesamt zusammengetragen.